Das gibt es nur bei Hitradio RTL. Mirko Jakob von Guten Morgen Sachsen bezahlt Ihre Rechnung. So, Hitradio RTL, Mirko bezahlt Ihre Rechnung. Heute zum ersten Mal live unterwegs. Heute haben wir uns in die Lausitz gewagt und werden dort heute die ein oder andere Rechnung gleich mal live bezahlen. Wir sind heute bei XXL Euronics in Görlitz. Jetzt geht's los, ab dafür. So, Dagmara, du bist hier die Kassiererin? Genau, so ist das. Hast heute frei. Echt? Ja. Super. Mach mal Päuschen. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich Sie kurz nach Ihrem Namen fragen? Katatz Horst. Der Horst. Horst, ja. Neuer Drucker? Neuer Drucker. Was kostet denn so ein Drucker? Der kostet 99. Ich hatte mir eigentlich einen anderen vorgestellt, aber ein Kollege hat mich überzeugt, dass der besser ist. 99 okay. Euro kostet der. Also sozusagen Kaufentschluss ist schon gefasst, das Ding nehmen Sie heute mit? Den nehme ich mit. Okay. Weil ich einen brauche. Genau, jetzt lesen Sie sich das mal durch. Da muss ich gucken, ich habe nicht meine Lesebrille nicht mit. Mirko bezahlt Ihre Rechnung. Und jetzt mal die Gesichter vergleichen. Ist er. Ach, nee. Ja. Das ist der Hammer. Ja, EC-Karte wieder wegpacken, der Drucker und was das hier noch ist, das geht auf mich. Fotopapier. Oh, nee. Oh ja. Jetzt bin ich ein bisschen zappelig. Horst, einmal bitte mein Mikrofon halten. Ach, Mann. Schau so, insgesamt? 104,98 €. Ach. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's alles, Horst. So, 105. Jetzt bin ich im Radio oder was? Jetzt auch noch im Radio. Na, herrlich. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Drucker und ein schönes Wochenende. Ach, ja, danke. Das wird jetzt ein schönes Wochenende. Danke, tschüss. Super. Ach, nee. 179,79. So, Silvio. Guck mal hier drauf. Was steht hier? Mirko bezahlt Ihre Rechnung. Wir haben es schon gehört im Radio, ja. Ja, ja. Jetzt bezahle ich euch die Rechnung auch. Nee, ehrlich? Ja. Ich glaube, ich hat schon wieder der Blitz eingeschlagen. So, 179 Euro und wie viel waren es, Chef? 79, ne? 4, 200. Mensch, Silvio, jetzt guckst du mich aber an. Ich bin sprachlos. Was, Mirko bezahlt Ihre Rechnung oder was? Ja. Welche Rechnung? Diese. Eure. Das ist nett. Ja? Können Sie ruhig machen. Ja? Ja, ehrlich. Ich sehe die Freude förmlich in Ihrem Gesicht. Ja, ich bin etwas überrascht, aber ja. Wenn es sowas gibt, dann machen wir das. Das gibt es wirklich, ja. Dann machen wir das. Geld wieder wegpacken? Ich weiß, das ist nicht so richtig. Aber gut, wenn er es sagt, halt, muss es wohl so sein. So, was bezahlen wir denn? 252 Euro. Ihr seid Spitzenreiter heute. Das sehen Sie mal. Ja. Und bei wem sollte man sich jetzt bedanken? Bei mir? Bei Ihnen? Ja. Einmal was festhalten, bitte. So. 252. 1, 2, 3, 4, 5. Und noch einen halben. So? Nee, das ist wahrscheinlich wie ein Trauben. Ja? Ja, oder? Ich brauche alles nur ein Scherz, ich nehme das Geld jetzt zurück und wir. Denke ich mir. Nee, es bleibt so. Es bleibt wirklich alles so. Die Kamera gehört euch. Ich nehme mein Wechselgeld noch. Jetzt dürft ihr sogar noch jemanden grüßen im Radio, wenn ihr wollt. Dann weiß ich mal, also alle, die halt mitteilen. Sag ich mal so. Wir sind jetzt gerade in Görlitz einkaufen. Und fahren jetzt zurück ins Hochwassergebiet in die Oberlausitz. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit der Kamera. Ja? Super, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, guten Tag, Überfall. Oh, guten Tag. Schönen guten Tag. Wen habe ich hier vor mir? Schmolling, René. Und? Daniela. René und Daniela. Was habt ihr denn gekauft, ihr beiden? Für unsere Tochter, für das Nintendo DS, die Hülle und was so alles, das Zubehör. Das kriegt sie zum Geburtstag. Das ist ja toll. Ja. Das hat sie sich gewünscht. Ihr hattet den Zettel gerade schon in der Hand. Darf ich mich mit reinhängen in das Geschenk? Ja, gerne. Also ich bezahle euch die Rechnung jetzt. Mirko bezahlt Ihre Rechnung. Genau, und das mache ich jetzt. Danke. Okay, dann einmal am Mikrofon festhalten. Was kostet's? 14,90 €. 14,90 €, das geht ja. Halten mal ganz kurz. So. Dann liebe Grüße an die Tochter. Vielleicht auch nochmal ein Gruß übers Radio. Könnt ihr jetzt machen. Ja, viele Grüße an alle Freunde und Bekannten. Und Arbeitskollegen. Da haben wir sie alle. Dann euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ich danke. Tschüss. Lesen Sie mal vor, was hier drauf steht. Mirko zahlt Ihre Rechnung. Das ja. Toll. Was würden Sie denn sagen, wenn ich das jetzt mache?
Wäre nicht schlecht. Ja? Sagen Sie mir bitte erstmal, wer Sie sind. Starr, Detlef. Der Detlef. Detlef, was haben wir denn gekauft? Ich habe einen Drucker gekauft, einen Fotodrucker. Für die Familienbilder? Familienbilder, genau. Wir haben mal eine Feier und da wollten wir gerne ein paar Bilder machen. Das ist doch eine löbliche Sache. Dann fragen wir mal, was es kostet. 47,98 €. Na, das geht ja. Machen wir. Oh, bin ich einverstanden. Ja, super. Detlef, Geld wieder wegpacken, ich bezahle das. Einmal halten, bitte. Super. Da hätte ich ja irgendwas Größeres kaufen. Im Prinzip schon, ja. Ein Fernseher hätte ich noch gebraucht. Detlef, wir wünschen trotzdem ein schönes Wochenende. Ja, danke schön. So, was würden Sie denn sagen, wenn ich Ihnen das jetzt bezahle? Einwandfrei. Einwandfrei, was haben wir denn gekauft? Wir haben einen Smart MX04 HDTV Receiver gekauft und ein HDMI-Anschlusskabel. Das braucht der Mann 2010, oder? Nein, das ist für meinen Vater zum Geburtstag. Ah, alles klar, dann hängen wir uns rein beim Geburtstagsgeschenk für den Vater. Das kostet insgesamt? 118,99 €. Nur mal ein Schnäppchen hier, oder, heute? Ja. Dürfen wir einmal kurz das Gerät halten? Und Mirko bezahlt mal. So. Sowas schon mal erlebt? Nö. Und? In Ordnung. Alles klar, dann schönen Samstag noch. Jo, ebenfalls. Das gibt es nur bei Hitradio RTL. Mirko Jakob von Guten Morgen Sachsen bezahlt Ihre Rechnung.